Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Das geht schnell heute, vielen Dank. Und Sie herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen den ESV Kaufbeuren. Das Endstand war 2:5 vor 3.277 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Trainer, das ist Johann Nukelain, das ist gar nicht so einfach. War gut? Mehr. Ja? Fast. Sag mal richtig. Nukelain. Nukelain? Na gut, das kann ich auch. Und unser Coach Rico Rossi. Das erste Wort gehört dem Gast, Herr Nukelain. Ein paar Worte zum Spiel. Ja, guten Abend. Natürlich erstmal, wir freuen uns einfach tierisch auf einen Sieg, weil gerade habe ich die Statistiker mir gesagt, dass der letzte Sieg war 14.12. Drei-Punkte-Sieg. So ist natürlich für uns eine ganz wichtige Sache, vor allem für den Kopf für der Mannschaft, weil relativ viele Niederlagen und Sorg verstecken müssen und jetzt dann heute gewonnen und das bringt der Mannschaft schon weiter. Vom Spiel her, erste Drittel war für mich in Tennis nicht entscheidend, weil da hat der Kassel sehr viel Möglichkeiten Überzahl gehabt. Ab und zu mit Können und ab und zu mit heute überragendem Weiß könnten wir dann die Überzahlsituation runterbringen. Und ja, dann zweite Drittel, dann waren wir immer besser. Von unserem Spiel her blieben wir weg vom Strafgang. Und habe ich auch gesehen, dass in der letzten Drittel haben wir endlich mal so gespielt, wie man in Führung spielen soll. Nichts Schönes probiert, Scheibe raus und mit alles Mögliche abgewehrt. Und dazu natürlich mit dem Stefan Weiß. Und zum Ende für die Kassel Huskies viel Glück für die kommenden Playoffs. Ja, dann sage ich recht herzlichen Dank erstmal und was ich ganz vergessen habe, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Rico, ich gebe das Mikro weiter. Denk mal, heute fällt es kurz aus. Wie ist dein Statement zum Spiel? Ja, Glückwunsch an Kaufbeuer. Das hat nicht verdient. Wir waren vom ersten Drittel waren nicht schlecht von uns. Wir waren viel Scheibe besitzt, aber wir waren nicht gerade Linie genug, nicht zielgestrieben genug. Wir haben einfach gedacht, dass irgendwann passiert es, ja, wir sind Kassel, die sind Kaufbeuren, irgendwann schießen wir ein Tor, dann kommt die Welle und dann gewinnen wir das Spiel. Das ist nicht der Fall. Der Erfolg von dieser Mannschaft war immer, dass die hatten jeden Gegner als einen schweren Gegner genommen. Und das haben wir nicht gemacht heute. Wir haben einfach gedacht, dass das läuft sie alleine. Und das ist gefährlich. Aber muss man auch sagen, das ist einmalig. Das ist das erste Mal, dass ich an dieser Mannschaft gesehen habe. Und wir lassen das uns nicht in Chaos werfen. Wir sind zielgestrieben. Wir wissen, was unser nächster Schritt ist. Und das ist die Playoffs. Zweiter, dritter, vierter. Das wird sowieso schwer vom zweiten Platz, wie das wird vom vierten Platz. Und wir lassen diese Niederlage uns nicht in die Scheiße. Ganz ehrlich, ganz deutsch. Mit gutem, ehrlichem Deutsch gesagt. Okay? Wir sind alle enttäuscht. Sind die Fans enttäuscht? Sind die Spieler enttäuscht? Sind die Trainer enttäuscht? Aber wir wissen ganz genau, wo wir gehen, in die Richtung, dass das Mannschaft geht. Und wir lassen uns nicht von diesen Spur trennen. Dankeschön. Gibt es Fragen der Pressevertreter an die beiden Trainer? Das ist wie immer nicht der Fall, ich mag das auch nicht. Dann fasse ich noch die Spielstände bzw. Endstände aus den anderen Stadien zusammen. Einmal drücke ich noch auf Reset und gucke, ob sich was getan hat. Das ist nicht der Fall. Endstand: Fischtau Penguins Bremerhaven gegen die Starbucks Rosenheim 8:2. Ravensburg Tower Stars gegen die Eispiraten Krimmitschau 9:2. Bietigheim Steelers gegen die Heilbronner Falken 8:2. Eislöwen Dresden gegen EV Landshut, das ist das Spiel, auf das ich gewartet habe. Das ist im Penalty-Schießen, aber es ist scheinbar immer noch nicht durch. Also 1:1 nach regulärer Spielzeit. Die sind, wie gesagt, im Penalty-Schießen. SC Riesersee gegen die Löwen Frankfurt 2:3 nach Overtime. Und Lausitzer Füchse gegen den EC Bad Nauheim 4:2. Unsere nächsten Spiele am Sonntag 18:30, das letzte Spiel der Regular Season, spielen wir in Rosenheim. Das Spiel ist
wie immer oder seit neuestem in Rosenheim live auf Spray TV zu sehen, für alle, die nicht mit dem Sonderzug mitfahren können. Und das nächste Heimspiel, was wir haben dann erstmal ein bisschen Pause. Am Freitag, den 13.03.2015, 19.30 Uhr, ist das erste Heimspiel im Playoff-Viertelfinale. Infos zum Ticketverkauf werden wir morgen rausgeben. Der Ticketverkauf startet dann am Montag. Aber Sie werden sicherlich alle dazu nochmal gesondert angeschrieben. Unseren Gästen wünsche ich zum einen einen guten Nachhauseweg, viel, viel Glück in den Paydowns und Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und tschüss.